Das heutige Thema betrifft vermutlich fast jeden Modellbahner. Ich zeige euch, wie wir unsere Anlage reinigen. Im Detail befassen wir uns mit den Gleisanlagen, Gleisreinigungswagen, der Landschaft, dem Modellwasser und der Oberleitung. Servus und grüß euch zu einem Video der Mober-Manufaktur. Wir starten mit den Vorbereitungen. Hier macht es sich bezahlt, dass die Anlage auf Rollen steht und der Hintergrund abnehmbar ist. Somit ist sie von allen Seiten sehr gut zugänglich. Das ganze Rollmaterial wird heruntergenommen, sodass alle Gleise, Bahnhof und Schattenbahnhof frei sind. Anschließend starte ich auch gleich den Reinigungszug. Dieser ist in Summe ein paar Stunden beschäftigt, dazu aber später noch mehr. In letzter Zeit ist bei Fahrvideos oft die Oberleitung ins Auge gestochen. Sie ist teilweise mit feinen Spinnweben benetzt. Um diese zu entfernen, nutze ich Reinigungspinsel. Diese sind nicht so stark, dass sie die Oberleitung verbiegen könnten. Beim Drüberpinseln werden trotzdem Staub und Spinnweben sauber entfernt. Starke Verschmutzungen an den Gleisen, so wie hier gerade der Abrieb von Haftreifen zu sehen war, gehe ich mit den Rocco Rubber an. Damit streife ich diese Verunreinigungen ab, bis die Schiene wieder schön blank ist und glänzt. Generell gehe ich damit über alle Weichen, da vor allem bei den Herzstücken ein Reinigungswagen oft nicht perfekt aufliegt und somit keine optimale Reinigung durchführt. Die Landschaft inklusive Gebäude, Straßen und allem anderen setzt leider auch Staub an. Bei Gebäuden mag dies zum Teil ja gewünscht sein, da sie so auch den Plastikglanz verlieren und eventuell auch gealtert wirken. Beim Rest schadet es aber nicht, wenn der Staub mal entfernt wird. Wieder nutze ich hier die Reinigungspinsel. Vor allem an der Straße kann man so die Fahrzeuge und auch die teils engen Zwischenräume schön abkehren. Der so gelöste und gesammelte Staub wird anschließend eingesaugt. Als Finish sauge ich nochmals komplett drüber. Das Modellwasser ist etwas schwierig. Hier muss man vorsichtig sein, dass man es nicht völlig vergratzt.
Bewährt hat sich hier eine Kombination aus Abpinseln, damit der grobe Staub weg ist, und ein feuchtes Mikrofasertuch zum abschließenden Polieren. So erscheint auch das Sichtfenster, also der Bereich ohne Wellen, zum versunkenen Panzer wieder sauber. Die starken Verschmutzungen der Gleisanlage haben wir ja bereits entfernt. Den Rest der Strecke dürfen nun die Reinigungswagen säubern und pflegen. Zum Einsatz kommt der typische Rococlean-Wagen mit federnd gelagerten Rubberpad auf der Unterseite und ein Staubsaugerwagen, in meinem Fall der günstige von Tapol bzw. Modellbahn Union. Gezogen wird die Wagenkombination stundenlang von einer Ludmilla über möglichst alle Gleisanlagen der Anlage. Sprich im Bahnhof alle 3 Durchfahrtsgleise und natürlich auch im Schattenbahnhof alle 5 Durchfahrtsgleise. Abstellgleise oder Stumpfgleise werden auch so gut es geht damit mal abgefahren. Diese zur Reinigung ist aber mit dem Reinigungszug eher mühsam. Da ist man teils manuell mit Rocco-Rubber und Staubsauger schneller. Sind alle Abschnitte der Gleisanlage mehrfach abgefahren, nehmen wir die Reinigungswagen von der Strecke und sehen uns an, was sie so erbeutet haben. Der Rococlean hat einen tollen schwarzen Schmutzfilm auf dem Reinigungspad. Diesen kann man fürs nächste Mal wieder aufbereiten, indem man die 2 Rubber aneinander reibt und so gegenseitig Abrieb verursacht. Auch Schleifpapier hat diesen Effekt. Der Staubsaugerwagen hat auch ordentlich was aufgesammelt. Neben Staub und Dreck auch diverse Rückstände vom Anlagenbau wie Gipsbrösel, Grasfasern, Sägespäne und was weiß ich noch alles. Notiz am Rande: Ein kleines Steinchen hat den Staubsaugerwagen einmal abgewürgt, hat sich in der Turbine verklemmt und verhindert, dass sich diese drehen kann. Vorsichtig wird dies mit deinem Zahnstocher behoben, sodass wieder alles frei laufen bzw. saugen kann. Ja, bist du deppert, da ist ja ganz schön was zusammengekommen. Da sieht man auch, wie wichtig eine Reinigung ist. Im blödesten Fall legt sich das sonst alles im teuren Rollmaterial ab und dann wundert man sich, warum manche Loks nicht mehr gescheit fahren. Auch reinige ich in diesem Zuge gleich noch das Ganze drumherum. Der Raum wird durchgesaugt, Fenster geputzt, Spinnweben entfernt, alle Displays von Staub und Fingerabdrücken befreit und so weiter.
Die beste Reinigung ist Fahren. Was will ich euch damit sagen? Nun ja, eine Anlage, die regelmäßig im Betrieb ist, die Gleise, die regelmäßig befahren werden, dies alles verhindert, dass sich Staub und Dreck ablegt. Auch führt man während des Betriebs manchmal fast unbewusst kleinere Reinigungsarbeiten durch, zum Beispiel damit so manche Lok die Weiche wieder gut überfährt. Und genau das meine ich. Genießt eure Modellbahn und sie wird es euch mit flüssigem Betrieb danken. Und im besten Fall erspart man sich so einen mühsamen Reinigungstag. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte abonnieren und liken. Wenn ihr weitere sinnvolle Reinigungstipps habt, gerne einen Kommentar da lassen. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal, die Mober Manufaktur.